Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus einem so wunderschönen und sehr, sehr beliebten Ort aus dem Tramuntana Gebirge. Und dieser Ort ist Phuna Luj. In der Beliebtheitsskala wirklich ganz, ganz weit oben. Phuna Luj hat circa knapp 700 Einwohner. Hier oben befindet sich übrigens ein Parkplatz. Der Ort hat sehr, sehr viele gastronomische Betriebe, die sich auch über Gäste freuen. Typisch Mallorquin in der Regel. Imposant sind die Berge. Man kann von hier aus sogar den höchsten Berg sehen von Mallorca. Den Putschmajor. Ein Traum, die sind einfach so faszinierend, diese engen Gassen hier. Die Treppen weiter nach oben. Yeah, I'm going to go.
durch den Schatten hier, den die Häuser auf diese Gassen werfen, ist das sehr, sehr angenehm, auch bei heißeren Temperaturen. Das sieht man auch fast nur hier auf Mallorca, dass so viele Pflanzen vor die Tür gestellt werden und so sich ein total hübsches Bild ergibt. Se llamará también Bisbal. Vor nicht allzu langer Zeit wurde die komplette Straße hier erneuert. Da war der Ort gesperrt.
Ein wahnsinnig schöner Platz. Liebhaber der mallorquinischen Baukunst kommen hier wirklich aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Die Fotomotive dieses wunderschönen Ortes sind so schier unerschöpflich. Hola. Hola. Und ein Blick von oben auf den Ort oder Teil des Ortes hinab. In dieser Richtung befindet sich der Putsch Major. Überall Zitrusbäume. Diese Mauern hat man damals gebaut, damit man die Berghänge ein Teil eben machen kann und somit mehr Früchte anbauen kann. Und auch hier hat man die Möglichkeit zu parken.
Und auch von oben ist dieser Ort so wunderschön. Jetzt liegen fast alle Häuser im Schatten, weiter hinten hinaus Richtung Soja. Noch mehr Sonne, die gleich über diesen Berg hinweg verschwindet. Diese Natursteinmauern sorgen dafür, dass richtig viel Zitrusfrüchte hier angebaut werden können. Und das hat diesen Ort zu Ruhm und Reichtum geführt. Ein faszinierender Ort. Das waren viele Eindrücke und einige Impressionen aus Fornalutx. Und ich kann nur sagen, ich selber bin auch sehr, sehr beeindruckt. Das ist so ein wunderschöner Ort. Kein Ort ist wie der andere auf Mallorca. Jeder Ort unbeschreiblich schön. Und so hat auch dieser Ort etwas ganz, ganz Besonderes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann seht ihr noch viel, viel mehr solcher Videos von wunderschönen Orten auf Mallorca und erhaltet die wichtigsten News. Ich sage für heute vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Freue mich auch über jeden Daumen nach oben. Tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal.